Servus, ich bin Dave, warum ist Dave? Hey, und heute sind wir in Call of Duty, sein Vater, Modern Warfare 3, in Highrise. Und wir haben heute ein extremes Team eingepackt, die verrückten 4, die eigentlich 5 sind. So, also erstmal, ihr könnt ruhig lachen, ist okay. Hallo Dennis, aka Panderbolt. Moin. Grüß Gemüse, hallo Da Jung, aka Dominik, aka Sachsen Bro. Hallo Steve. Kannst du andere Menschen begrüßen? Hallo Steve und andere Menschen. Genau, das hatten wir ja schon mal. Ich hoffe, ihr habt auch so ein kleines Playback von der letzten Folge. Sachsen-Duo in Warzone. Gut, dann haben wir hier noch den Steffen vom WTD-Team eingepackt als extra geheime Waffe hier in Highrise. Hallo. Geil. Freue mich auch, dass du hier reingefunden hast in unsere Lobby. Übrigens, danke. Ich hoffe, ihr spielt die Zerstörungswaffen, die ihr überhaupt habt. Wir wollen nämlich das gegnerische Team umhauen. In alle Machen Richtungen. Wir. Sehr gut. Ich habe auch meine Favorite-Waffe eingepackt. Mal gucken, ob ich treffe. Ich habe hier die M4A1. Die ohne Rückstoß. Nee, dann spiele ich MCW, Digi. Die ist deutlich besser. Was? Ich habe gerade mal versucht. Ich habe gerade mal versucht, mit der M4 spielen. Ich habe gerade mal versucht, die hier in Dingens freizuschalten. In Platin, ne, wie heißt das? Doch, Platin. Muss ich allerdings gefühlt 1000 Sachen freispielen. Ach, come on. Deswegen wird es schwierig. So, was haben wir heute vor, Dominik? Weiß ich doch noch nicht. Ach so. Okay, hast du Runde erstmal einspielen oder wie? Oder wie? Hast du ein neues Headset oder was? Du klingst so anders. Ja, Dominik. Ah, krass. Erotisch mit meinem übelst heißen Outfit. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich es überhaupt anhab. Du musst mal nach unten gucken, ob du weißt, ob es anders ist oder nicht. Ich muss erst mal Schnipper killen. Achso. Waren das letztens übrigens hier die rot-schwarzen Leggings oder was Leggings? War das? Ja, na klar. Achso. Dominik, alter Leggings-Trager. Lauf mal am Bein runter. Ja, aber mindestens. Fein, ich müsste auch mal was abschießen. Nee. Heute bin ich mal der Ghost mit leuchtenden Augen. Ach so. Blaues Licht. Was macht das? Was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Oh nee! Katastrophe. Ich bin erstmal von der Map gesprungen. Das ist gut. Ey, das können aber auch nicht alle, ne? Eigentlich könnten wir die mal richtig verarschen, indem wir uns alle irgendwie außerhalb von der Map stellen. Was müssen wir machen? Könnten wir mal den Sniper weghauen jetzt hier. Der Sniper nervt absolut, Mann. Geht mir echt auf den Sack. Wollen wir das mal machen? Könnt ihr mal wieder zum Tank? Und hinten beim Tank könnt ihr runterspringen. Und wir verarschen die einfach mal eine Runde. Mal gucken, ob wir es mitkriegen. Dennis, bist du dabei? Oh Gott. Na, er guckt schon runter. Ja, naja, gut. Welchen Tank meinst du? Ich glaube, er hat dich schon geholt, oder? Ja. Den oder den anderen? Ich wollte gerade kommen. Scheiße. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Oder den anderen? Nee, den links, ja, den links, aber irgendwie Danke. Hat es nie geklappt. Na, ich. Den links. Naja, den Linkstank irgendwie. Hinter uns, ah. Den anderen. Na, ich hab versucht. Leise. Hier, schwer weggehauen. Der Sniper ist absolut nervig. Warte mal, da haben wir eine passende Antwort darauf. Ich hab da auch einen Sniper. Ach ne, die ist nie. Ich oh Gott. Die sind hässlich. 100.000 Leute vor mich. Die sind hässlich. 100.000 Leute vor mich. Hinter dir! Ja, hier sind überall Snipers, jetzt ist es vorbei. Ja, alle snipen, glaube ich, gefühlt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Seht ihr, wie ich die wieder auf eigentlich spiele? Das ist total, wie soll ich sagen, Katastrophe. Katastrophe, Junge. Ja. Wachst du mal hier den Film 8 Schau Holz aus oder geht es los? Haben wir auch Tom Brady dabei hier? Bist du Tom Brady oder wer ist das? Nee, ich bin Steve Ryder. Ja, Quatsch, eine Scheiße. Hörst du auch mit kurzen Hosen rum? Wie kletterst du jetzt hoch? Ah, hallo, denkst denn du? Ich teile mir jetzt eine Granate. Zack. Solange das den Zuschauern gefällt, ist alles in Ordnung. Nee, das möchte nie sein. Also ich würde gleich abschalten. Ja. Bin ich langsam warm. Oh, jetzt werfe ich erstmal ein Wurfmesser. Oh, dieser Typ kotzt mich an. Ich werde jetzt dort dagegen laufen gegen den. Ich packe jetzt irgendwas aus hier. Der Top Rider, kein einziger Schuss raus.
Ich spiele jetzt die Stalker mit Red Dot, oh Gottes Willen. Der. Das kannst du ja gerne anbieten. Verdammt, oh Gott. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Er sitzt schon bei uns im Spawn. Wo? Links oder rechts? Oder geradeaus? Ja, hier direkt bei uns im Spawn. Nein. Das ist frech. Oh! Wie kann man nur so ein böser Bub sein? An dir rum? Ich spiel jetzt. Ja. Die Holger mit dem Chuck-Kit. Boah, Alter, mit dem. Mit einem echten Chuck-Kit? Ey, was ist denn das für ein geiler Typ? Der kann spielen, ich werde mir das gleich mal angucken, wenn ich jetzt am abgeschossen wäre. Hier, guck her. Oh. Ah. Das ist meine geile Waffe mit diesen zwei fetten Monster-Magazinen. Toll. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht was anderes, aber Magazine. Mit Monster-Mumpeln. Du hast bestimmt gleich wieder irgendwo einen Sniper, der uns wegsnackert. Mhm. Ah, hinter dem Heliport ist er immer. Oh, ey, ich stelle mich an wie der letzte Ludolf. Mhm. Die plus du. Ja, so unerhört. Hier, Mr. Geheimwaffe, aka Steffen. Oh, nee, das ist. Bevor ich überhaupt Schüsse raus habe, bin ich down. Warum bin ich eigentlich immer dort langgelaufen? Wie so ein hässlicher Kunde. Guck mal hier. Ach du Scheiße. Ach, das ist ja unerhört. Da sitzt der Sniper irgendwo. Also der Sniper, ne? Der ist schon echt grausig. Wir müssen auch mal Witz alles geben. Der wäre erledigt. So, den hab ich. Der macht da noch einen Doppelabschluss, Dennis, musst du ja sehen. Thunderbolt. La! Erstmal schreien. Gerade hin. Bei B. B beim Travus. Achtung! Hier war einer. In der Mitte. Oh, da bin ich liegst rum. Oh. Den hab ich. Wollte ich gerade Totenwache machen, weißt du? Und Dominik seinen Skin angeguckt, um dann. Ach, come on! Den dieser eklige Hardscoper. Ja, das spielt so eine Autosniper, die lustigerweise One-Shot ist. Autosniper, One-Shot? Ja, anscheinend schon. Das ist bestimmt der Langbogen. Right. Obwohl, One-Shot ist der Oni. Ich sag mal Stalker, die geht auch ganz gut auf One-Shot geballt. Ach, er sitzt wieder bei Spawn. Also, was der wo macht. Der? Oh, der hat an. Zwei Stück bei uns im Spawn. Also, jetzt seht ihr mal, einen Schneiber der 5000 Horseplay, ne? Der hat mich gerade durch die Wand anvisiert. Also, jetzt haben wir definitiv einen Hexrohr dabei. Also, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber. Alle sterben. Ja. Also, eine Drohne ist das definitiv nie. Mal sehen, wenn er mich dann mal erwischt. Ja, müsst ihr mal euch angucken. Müsst ihr auf jeden Fall mal gucken. Ja. Der Enkel, jetzt pass auf, schön durch die Wand. Na, mal schauen. Und? Ist er da? Ist er? Nee. Das ist er nicht, oder? Nee, nee. Das war ein anderer. Alles klar. Wir wurden gar nicht durchgereicht, da müssen noch was dranhängen. Alter, guck dir die KD an. Hammer. 0,43. Nice. Krasse Alter. Performance, du. Ich denke auch. Ich habe gerade meine Colts gedreht. Habt ihr das gesehen? Oh. Jungs und Mädels, das muss besser werden. Wo ist denn eigentlich der Lockenkopf hier, der fünfte? Wo ist denn der hin? Hat er keinen Bock mehr? Der hat keinen Bock mehr, nee. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nach der Runde gar nicht, verständlich. So, Jungs und Mädels, da draußen, guckt mal hier. Warte mal, wo wollte ich hin? Ah, Waffen. Eigenes, ja, Gruppe, die Katz. So. Geht gleich, Lutz. Hier, guck mal hier. Hier kannst du nämlich Tarnung und dann kannst du hier gucken. Das habe ich vor, das Modell. Das möchte ich euch präsentieren in echt. In Farbe und in Bunt. So. Da bin ich dabei. Wisst ihr Bescheid? Und jetzt starten wir die nächste Runde. Im Scrapyard. Noch Team Deathmatch, cool. Das passt ja. So. Was nehmen wir denn jetzt von der Waffe her? Welche willst du auf Platin spielen? M4? Die M4, nicht klar. Hallo? Ja. Aber hallo. Also das ist ja nicht
Man muss ja bei der Tarnung zum Beispiel jetzt nie nur die Waffe spielen, das ist ja das Ding. Du musst ja andere Stromgewehre auf Gold bringen, dass du die auf Platin kriegst. Ja. Ich find's ein bisschen selten. Das ist ja keine MW3-Waffe. Das liegt daran. Ach so? Die reinen MW3-Waffen kriegst du ja alle so. Und wenn du dann quasi Waffen aus früheren Teilen haben willst, musst du das durch irgendwelche Herausforderungen freistellen, indem du dann quasi andere Waffen nutzt. Richtig behindert gemacht, finde ich. Ach so. Das ist natürlich selten. Na gut. Ich denke mal, mit der können wir echt ganz gut spielen. Dann mache ich jetzt einfach mal hier einfach mal weiter. Push nach später freispielen. Zack, Anzeige ist raus. Ersten Kill gemacht. Das gefällt mir. So, Jungs und Mädels, jetzt geht's los. Ah! Geh ins Halle. Werfe Blendgranate! Da lade rein, oder wie das Ding heißt. Hab Schäm gemacht, der Typ. Er sitzt hier direkt in der Mitte. Was bist du raus? Dran. Ich bin raus mit den ganzen Bezeichnungen von irgendwelchen komischen Dingern. Achso. Oh, Begrifflichkeiten. Bitte. Genau. Einfach hier da um die Ecke, links, rechts, geradeaus und. Das geht mir jetzt. Mach alles markieren. Ach, schön umlaufen. Oder wie halt manche zu Pflegen sagen: oh, lang. Einfach oh, lang. Eieiei, die Bezeichnung für alles A-lang. Ja, alles lang. Ja. Och, einfach mal reingebrockelt. Der Ghost ist der Wahnsinn. Ach so? Hast du dich verliebt? Das sind so meine Kumpels. Hier an der Leiterrampe ist einer. Bin ich im Flugzeug einer? Ja, genau. Flugzeug links, Dennis. Ach, scheiße, genau. Oh, hab ich mich erschrocken, sorry. Aber wenigstens haben wir jetzt nicht mehr weggesniped von dem eben Bob. Ja. Zwei im Flugzeug. Hä? Flugzeug, echt? In welchen? Elf. Einer weniger. So, jetzt schwitze ich los, ja Leute, guckt. Jetzt geht's zur Sache. Oh. Was? Hab ich was gesagt? Nö. Hä? Warum hat mein Waffenmesser nicht getroffen? Brille, Fehlmann. Würde Fehlmann. Es gibt doch schon andere Brillenmarken wie. Keine Ahnung. Oder wie war das? Apollo Optik? Brille Fehlmann. Es gibt doch noch mehr. Och, das ist aber schlecht. Ach, hoppala! Gesundheit, weil. Nee, warte mal, Schönheit, danke. Gesund sind wir ja. So mit der falschen Granaten einstecken, ja. Na, musst du mal wissen. Schön the Flash, bang, und dann steckt er sich erstmal ein Stim in die Brust. Okay. Oh Mann, wie er da in seinem Headlet steht, Mann. Aber Dominik, weißt du, was du brauchst zu deiner Flash, bang? Brauchst du eine klassische Magazin-Erweiterung? Und da kannst du nämlich einen Slow Knife schön in die Gepard schnacken. Oha! Wurfknife. Wurfknife, gell. Wurfmesser. Ja. Ein originales Wurfknife. Kann man mal so machen. Ja. Jetzt hast du eine Magazinkiste. Oh, stopp, hinter mir kommt gerade ein Messer geflogen. Ich dreh mich jetzt nie rum. Nee, es war meins, alles gut. Achso. Ist nur im Türrahmen hängen geblieben. Ach, ein Türrahmen, Swole Knife, Wurfmesser. Ja, so ungefähr. Gemosquitscht. Da war eine Nate. Oh mein Gott, nein! Verdammte Scheiße. Die sind alle hier in der Hangarhalle. In der linken, an der Seite. Oh, ich hab geflasht. Ich hab ihn abgeschossen, aber ich bin auch geflasht, ja. Ich hab ihn, aber hier kommt einer. Ja. Ich renne einfach mal weg. Hast du den? Ey, das ist unglaublich. Nee, da sitzen sie alle gefühlt drinne. Die spawnt da immer wieder, kann das? Vielleicht. Nein. Eieiei. Schlecht gelaufen. Nice. So. Mosquitsch. Ich flash. Nichts getroffen. Jetzt Mosquitsch. Die sind wieder. Oha, Lea, links, rechts, Tür und unten an diesem Treppenabsatz steht einer. Die Vorräte.
hinterm LKW. Okay. Ich werde beschossen! Dann werden wir das Ganze doch mal beschützen, oder? Ja, ja, die sind hier an der Halle. 11 Flugzeug. Mehrere. Au! Scheibenkleister. Wo? Oh ne, das ist meine Vorräte, ja, Witzers. Wixers! Den hab ich. Spawnflug, glaube ich. Ja. Was für ein Ding? Spawnflip. Na, die Vorräte, die sind ein bisschen. Ja, die schlecht sind schlecht gerade. Ich versuche die waren, glaube ich, schön gesnackt, gleich, oder? Und weg. Toll. Und jetzt kommt Helikopterschütze spawned. Aber das ist der bessere Spawn, oder? Also, ich spiele immer noch Aule gerade, aber ist egal. Hab's was knallt. Ist noch einer auf jeden Fall. Einer ist on the way. Links einer, Sief. Down. So. Wechselmagazine. Oh, und dann. Das hier. Der hat noch nicht eingesetzt in Vorräten. Irgendwie ist hier da drin nicht rum. Die sind alle weg. Hm. Wo sind die? Die wurden von meinem M4 getötet. Guck, die gerade reingeht. Auf das Flugzeug draufklettern, massiv. Du musst auf den LKW, dann kannst du hier. Ja, das würde schon gehen, aber. Bringt's denn wirklich was? Das weiß ich jetzt. Alter, jetzt reicht's. Oh, ich hab ne coole Idee. Er sitzt immer da unten. Warum macht man das? Das weiß ich auch nicht, du. Das sind vielleicht irgendwelche Hortkinder. Wir spielen gegen Hortkinder, ich wusste es. Uiuiui. Also, rein theoretisch ist es gut, aber irgendwie auch schlecht. Mit der M4. Die hat zwar keinen Rückstoß, aber irgendwie macht sie nicht ganz so Knallradouts. Haben wir jetzt schon wieder verloren? Nein. Leider. Sache. Oder? Sache, ja. Sparschwein. Jetzt bin ich auch noch gestorben. Naja, alle liebe Leute. Dinge sind drei. Genau. Und das werden wir auf jeden Fall machen, weil, wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Und ich habe jetzt eine Hammer-KD. Hammer-KD von Ains. Wahnsinn. Du steigerst dich. Ja, also letztes 043, jetzt Ains. Kann ja nur besser werden. So. Also es kann ja nur besser werden. Machen wir jetzt einfach nochmal und dann werden wir sehen, dass es einfach ein Hammer ist. So, bis gleich in der nächsten Runde. So, wer singt weiter? Geil. So, und willkommen zurück in der Alle guten Dinge sind drei Runde. Haben wir gesagt, wir gewinnen jetzt. Ich spiele mit der Sidewinder. Oh nein. Ja, soll irgendwie toll sein, irgendwie, oder nee? Mal schauen. Kennt der von mir. Krippelwaffen spielen, macht Laune. So, schauen wir mal. Ist übrigens schon wieder Team Deathmatch, ist ja Wahnsinn. Ich kann mir so fast vor, hat man das so gefiltert. Hey. Oh, hier oben ist ein Sniper. Danke, wir müssen oben. Naja, dort halt. An der großen Eiche links oder was? Hinterm Blattwerk 5. Oh, von hinten abgeschossen worden. Warte. Warum machst du das sowas? Naja, weil ich es einfach mal kann. Du kannst ja auch markieren, ne? Da. Ist das dann für die uncoolen Leute, dass die das auch wissen, wo das ist? Blahaba, haba, hat mich abgeschossen. Achso, da hat eine. Hat der für eine coole Sniper? Na, das ist auch sehr solide. Ja, dann markier ich mit Mausrad. Was ist denn das für noch? Danke. Ja. Guck mal, dankt. Chef zahlt. Alles für Dackel, alles für den Club. Ja. Mindestens dreimal. Oha, hat die einen Rückstoß? Verdammte Axt. Seit wann haben Äxte Rückstöße? Ein Sniper? MP, du Knalli, Alter. Oh ne, rechts ist einer von uns hier. Ich hab'n gesnackt. Stevie Wonder. Oh, nachlaut. Das ist der Stevie Wonder. Na, aber hallo, sowas für'n. Hat er. Ich glaube im Camper-Sniperhaus hier hinten. Wo ich markiert habe, ist immer noch einer. Ach du Heilige. Ui! Was jetzt hier? Muss nachladen!
immer snipern Ach. Müssen. Mm. Aua, die sind immer da hinten, ne? Ich hätte fast alle erwischt. Fast. Ich war einen Schuss dran. Dass ich es nicht mache. Also, weiß Bescheid. Er war stets bemüht. Genau. Das geht jetzt. Doch, bei Roller. Mhm. Bin AB, dann ist meine Wunde leer und hab keinen Wurfmesser. Schade. Meine Wunde mehr. Ich kämpfe jetzt hier am Sandhaufen hier. Keine Monika mehr. Och, da kommen drei auf immer. Erst gar keiner, dann drei. Herrlich. Wo denn, ne? Na, links. Hey, Hafenmarkierung. Dort hinten. Oio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 
Welt ist komisch. Ja. Ich würde sagen, es ist die Maps, oder? Und die Waffen. Ja, hier oben ist irgendwo einer. Hab ich einen Doppelrevolver, das geht auch. Stark gemacht. Tja, da hilft bloß die AK. Natürlich setzt er da oben. Du auch so. Selbst die hilft nicht. Haben wir heute echt mehrere Leute, die ein bisschen komisch spielen? Naja. Kommt der mit also angerannt? Der erste Hagel so nach links, hat er das gesehen? Das war auch schon ein bisschen sehr komisch. Also einer war auf jeden Fall bei Highrise dabei, der Sniper. Der hat auf jeden Fall irgendwas angehabt, was nie ganz so legal war. Weil leider ja. Ist immer noch ein sehr, sehr großes Problem bei COD, dass sie Anti-Cheat immer noch nicht hinkriegen. Ist einer bei mir. Ja. Ah, ist down, gut. Schön, wenn er gewollt, sehr gut. Das stimmt allerdings, Dürfen. Da kann man sich noch nicht so richtig ja, drauf nee, verlassen. Nee. Kommt hier aber so. Da muss man COD auch in Schutz nehmen, das ist bei weitem nicht das einzige Game, wo das so schlimm ist. Feindlicher Moisquitch. Aber ich finde Leute immer schlimm, die dann auch noch so eine Cheats verbreiten und dann das unbedingt streamen müssen oder sowas. Mag ich nicht. Ja, das habe ich letztens auf TikTok irgendwo gesehen. Das geht gar nicht. Also, ja, dass sowas auch nicht gebannt wird. Müsste direkt von überall runtergenommen werden. Von jeder Plattform. Ja, versaut man sich ja schon den Spielspaß, indem man das Spiel nicht mehr spielt. Na ja, gut. Cheats bei Age of Empires 2 hier Robin Hood eingeben für 1000 Gold. Das ist immer noch was anderes in meinen Augen, aber ja. so ein Spiel mit mehreren Leuten in Mächten, Online-Play da gedönst, ist schwierig, finde ich. Soll jeder tun, was er möchte, in Solo-Lobbys gar kein Problem. Aber sobald es halt andere Spieler betrifft, finde ich, sollte man dann noch schon so seinen eigenen Gamer-Ethik-Kodex haben und dann sagen so, yo, ich spiel fair. Ja. Das machen aber die wenigsten. Ah, leider. Leider ist es so. Ich spiele einfach als Spaß und der Freude. Nein! Aber viele können das nie. Genau, viele können es nie. Das kannst du schon einfach so stehen lassen. Thunderbolt hier sagen wir noch, ne? Kannst du die STEVE nicht heute hier. Regel einführen. Dass sich alle daran halten. Niemand darf cheaten. Ja, ich denke mal auch. Das wäre eine Variante. Das ist mir wirklich eine Feder. Aus sämtlichen Öffnungen. Bist du quasi ein Vogel oder was? Aber ein Beamatz. Ach so. An dem kleinen Monster. Ja, 17 Sekunden noch. Hab ich keine Panzerung oder was? Ich weiß es nicht. Ey Junge, schieb dir mal Blablab rein. Blablablatten. Schieb mal ihn nach. Genau. Schieb nach den Prügel. Schieb rein den Prügel, genau. Nach, nee, rein. Nee, schieb rein. Was du wieder guckt auf Samt, ne? Guckt auf Samt, ne? Schieb rein. Ja. Weißt du Bescheid? Also nicht das. Ja, stark, alle guten Dinge sind drei. Hast du schon richtig recht gehabt. Alle guten Dinge sind drei. Da haben wir verloren. So, Leute, das war's Tutorial. Wie man am besten ablust. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Orido. Schöne Scheiße. Auf Wiedersehen. Tschüss. WTF. Okay. Auf jeden Fall.